Lass mich nicht hier. Los geht's los. Hallo. Du Sauhund, du. Du Sau, es geht noch. Wolltest du nicht machen, ey. Fangen wir mal mit Bayerisch an, ja, oder was? Wo muss denn jetzt gehen? Wetter! Ja, weil es heute wieder so ein bisschen wärmer ist als sonst, ne? Kann ich beurteilen, hier regnet es ein bisschen kühl. Was? Bei mir sind 26,4 Grad im Büro. Ja, das ist der Rechner. Ja, richtig. Wenn man die Fenster alle zumacht, dann kommt da sehr viel Luft dran. Da muss Luft dran. Genau. Da muss mehr Luft dran. Castaway, glaube ich, war das. Ja. Freitag. Apropos, ich mache jetzt auch was mal Feuer. Ich gehe mal nach oben. Feuer. Ja. Mach das mal. Genau. Eine gute Idee. Ich habe Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Oh. Habe ich sowas von. Das war jetzt ein bisschen der falsche Akzent. Ja. Aber sowas von. Franz 884 ist auch da. Hallo, Franz. Warum ist denn dann, ist aber der Swagger Boy LP schon wieder weg? Guten Abend, ja, keine Ahnung. Guten Abend, Franz. Ja, Abend auch. Franz. Warst du nicht gerade noch weg? Ah ne, der Swaggerboy ist auch da, da steht einfach nur die Anzeige da unten nicht. Also sind beide noch da, ihr seid beide da, sehr cool. Macht's euch gemütlich, schaut uns beim Schweißen und Konstruieren und Bauen zu. Ich glaube, das wird windig draußen. Ja, gerade, gell? Bei wem war das? Bei Eichels oder was? Keine Ahnung, nein. Ja, bei mir. Ja klar, wenn der so unscheinbar tut. Bist du naiv? Darfst du eigentlich nicht sowas glauben? So. Und nicht anders. So. Was? So und nicht anders. Ja. Richtig. Ist es. Ach, diese verkackte Farbe, aber gut, ich muss ja eh noch streichen. So, jetzt stellt sich die Frage, wie ich streichen. Naja, wie soll ich denn sonst ausdrücken? Deswegen mal sehen, wie du mit Farbe im Weltall herumhantierst. Ja, das ist auf jeden Fall lustig, glaube ich. Die sollte sehr zähflüssig sein, die Farbe. Ja, da gibt es doch von einem namhaften Hersteller diese feste Deckenfarbe. Product Placement. Der namenhafte Hersteller. Oh, da ist die Wartungstür offen. Das geht gar nicht. Zip. Allerdings kommst du mit so einem Kästchen auch nicht sehr weit. Was? So ein Kästchenfarbe. Was für eine Farbe? Na, diese Deckenfarbe. Mit der kommst du auch nicht weit. Ach so, ja, ich hab gerade, glaube ich, den Zusammenhang verloren. Swaggerboy, zu deiner Frage, der Stream Delay liegt ungefähr bei 10 Sekunden bei mir. Das kann ich aber nicht. Weiß nicht, wie ich das jetzt dir zeigen soll, wie es bei dir ist. Was geht eigentlich? Höchstens 10 bei mir. Wie es bei euch ist, weiß ich nicht. So, jetzt fertig. Mein Stream hat eine Verzögerung von 5 bis 7 Sekunden circa. Bei mir. Bei dir, ja. Ja, Swaggerboy, wir können ja mal einen Test machen. Wenn ich jetzt sage, also nicht jetzt, sondern wenn ich dann jetzt gleich jetzt sage, dann schreibst du J mit deiner Tastatur in den Chat. Ja? Genau dann, wenn ich jetzt sage. Achtung, und jetzt. Ja.
Oha. Er schreibt immer noch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheinen wohl ein paar Sekunden zu sein, wa? Ja, scheint so. Ich hätte auch keine Lust. Ja, vielleicht hat er auch keinen Bock, der Welt weiter ist. Oder er ist AFK oder so. Oh Gott, so lange! Scheiße, dann höre ich jetzt auf, dann ist es ja schon jetzt, das ist jetzt schon über eine halbe Minute. Oh, das war's. Okay, dann sind es 40 Sekunden ungefähr. Oha. Für Swagger Boy. Ja, dann sind das ungefähr 40 Sekunden. Das ist natürlich ein bisschen. Ja, fast live, ja. Fast live, fast live. Ja, aber jetzt weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Ungefähr so, aber naja. Da liegt ja immer auch an der Internetleitung von einem Benutzer, ne? Also von dem Zuschauer mitunter. Ja, das hängt mit, auch mit Twitch natürlich zusammen, die Auslastung der Server. Genau. All den Kram halt. Das ist die Frage, wie ich hier weiterbaue immer noch. Kannst du nicht sagen, ich sehe es auch gar nicht. Soll ich mal vorbeikommen? Muss nicht, ne. Soll ja eh meine Idee bleiben. Aber. Auch eigen werden ja, hier, oder was? Was? Auch noch eigen werden hier, oder was? Ja, sowieso. Ich weiß ja, dass ich meinen Flur hier bauen will. Den Flur weiß ich nur noch nicht, ob ich da Glasdecke reinmache oder nicht. Hm, je nachdem, ne? Die Sonne ist bei dir ja am Rücken. Was das bringt, wenn du ein höheres Gebäude bauen willst, weiß ich nicht. Ja, wenn, dann muss ich das höhere Gebäude quasi vorne an der Straße bauen, ne? Damit mich der Schatten nicht nervt. Aber ich habe mir überlegt, ob ich jetzt hier auch so eine Art Fahrstuhl machen soll, aber ich möchte das irgendwie, weil die Pistons, die machen mir ein bisschen Angst. Wie laut Forum soll es wieder gehen? Sogar drei Stück übereinander haben noch Probleme. Ja, ja, aber wie lange? Keine Ahnung. Bis zum nächsten Update dann. Und dann hängen sie wieder irgendwo in der Pampa rum. Bei denen kann man ja nie wissen, aber im Grunde darf man sich davon nicht beeinflussen lassen. Ne? Einfach machen. Genau. Ich kann mir auch einen Pisten hängen. Der funktioniert eigentlich relativ gut. Auch wenn manchmal. Auch wenn manchmal von der Zahl her muss man manchmal wieder umschreiben. Ja. Naja. Puh. Hier so eine Fahrstuhlplatte rein. Also du hattest es ja so gemacht mit so einer Fahrstuhlplatte. Ich weiß nicht, ob ich das auch so machen will. Fahrstuhlplatte? Ja, wo du die Schiffe drauf landest, dann fährt die Platte runter und unten sind dann deine Andockstationen für die, die Verbinder unten. Aber apropos Verbinder, ich kann mich auch erstmal darum kümmern, weil ich wollte ja ein automatisches Andocksystem haben. Ah, kurz AFK, okay. Viel Spaß beim Telefonieren. Und dann muss ich mir natürlich, dass ich hier das mit Zylindern ausfahren lasse, die Verbinder aus meinem Gebäude quasi raus, aus meiner, ja, wie hat Woodman das so schön genannt? Aus der, ach egal, da wo halt die ganzen Container und Raffinerie und so drin steht. Ich glaube, das mache ich, dann baue ich erstmal den Flur hier, zumindest halb. Och, da haben wir wieder die Verzögerung eben gehabt. Vom Bauen. Oh. Verdammt, Familie.
Okay. Und... Okay. Wir hier jetzt aber auch quasi eine Wand hochziehen, ne? Ich finde es saugeil, dass heute Samstag ist und ich morgen immer noch frei habe, also so, dass morgen Sonntag ist. Boah, das war wieder Logik pur gerade. Ja. Nee, das freut mich irgendwie mal sowas. Das ist schön. Weiß mal schneller hier, das gibt's ja gar nicht. Oh. Die Schiffe hier wegfliegen. Falsche Richtung. So, das andere Schiff noch weg und dann brauche ich es um. Wird umgebaut. Completely. Umgebaut. Also wenn wir dann nachher mit Karren hier rumfahren, brauchen wir Parkplätze. Ja, die können wir am Rathausplatz hinstellen, die Karren. Ja, am Rathausplatz wäre ich sowieso dafür, dass wir da so... Die Straße ist ja quasi eine Kreuzung da und darüber ein Gebäude setzen. Dass man durch das Rathausgebäude quasi drunter durchfahren kann. Wäre mal eine Idee. Das hätte auf jeden Fall was. Dann müsste man den Rathausplatz noch ein bisschen vergrößern, ne? Obwohl, nö, nicht mal. Nee, nicht mal. Kannst du auch so Rathausgebäude da drauf setzen dann, ne? Aber was auch lustig wäre, wenn wir das doch noch ein bisschen vergrößern, den Rathausplatz. Und da müssen wir mal gucken, dass wir das mit den Gravitationsgeneratoren dann gescheit hinkriegen. Und dass man dann so eine Art so ein Parkhaus baut, wo man hochfährt in eine Ebene und oben dann ein Parkdeck hat. Das geht auch. Fände ich ja ganz witzig. Nur die Boje müssten wir da mal umsetzen. Ja, ich stehe da denkbar schlecht. Obwohl, das ist der Mittelpunkt des Kreisverkehrs, oder? Du musst dann halt, ist es halt ein Kreisverkehr, keine Kreuzung. Wenn du es nicht abschätzen kannst und mit Hochgeschwindigkeit lang ballerst. Ja, solltest du sowieso nicht machen. Das ist eine Kreuzung. Jetzt geht es rechts vor links. Nicht, wer schneller ist, fährt zuerst. Was geht los? Jetzt kommt doch eine Straßenverkehrsordnung im Weltall. Ja, natürlich. STVO, Alter. Kannst du jetzt hinschreiben? STVO, erstes Gesetz. Wie schreibe ich hin? Hier, auf diesem Server gilt allgemein die STVO. Swagger Boy hat gerade angemerkt, dass mit dem Hintergrund alles wesentlich besser aussieht. Da hat er vollkommen recht. Der Hintergrund macht so viel aus. Allerdings. Quasi unvorstellbar. Nee, ist echt krass. Oh, wieso? Da immer die Werkzeuge dann wieder vergessen. Hallo. Schweiße. Schade, dass man eine Gruppierung nicht gruppieren kann. Das wäre schon geil. Kann man. Ja, sicher. Ja, du musst einfach eine neue Gruppe erstellen. Ja, eine Gruppierung gruppieren, damit du eine Untergruppe nochmal hast. Beziehungsweise eine Übergruppe. Ja, du markierst, wenn du die Gruppe markierst und dann auch zusätzliche Teile markierst und dann noch eine neue Gruppe erstellst, dann hast du das ja quasi gemacht. Na, das fügt er dann mal, glaube ich, zu einer Gruppe zusammen, ne? Alles. Nee, auch wenn du die Gruppe markierst und den Namen änderst und speichern drückst, dann erstellt er auch eine neue Gruppe, obwohl es die identischen Teile sind.